Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch zu Omis Monday Talk. Heute wird's musikalisch. Ich muss eben mal noch mein... Ne? Ich hoffe, ihr mögt alle klassische Musik. Es ist heute eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. So, dann hole ich meinen Gast dazu. Hallo, liebe Eva Maria, schön, dass du dabei bist. Hallo, liebe Heike. Hallo, Romy. Tada, tada. Tada. Ich habe eine Neuerung in Romys Monday Talk. Ah. Und zwar habe ich mir jetzt so einen kleinen Bildschirm gekauft, der auch Videos, Bilder zeigen kann, wenn meine Gäste was an medialem Zubehör mir schicken, Bilder, Videos, wie auch immer, heute auch im Fall von Heike, dann darf ich euch das zeigen? Ich freue mich riesig, dass ich das so ein bisschen erweitern konnte. liebe Heike, geht's dir gut? Ja, sehr schön. Gut. Wir haben uns heute farblich abgestimmt. Ich freue mich sehr. Und ich würde damit beginnen, dass ich dich vorstelle und dann steigen wir ins Gespräch ein. Gut, machen wir. Okay. Ich freue mich heute, Heike Hahn, ihres Zeichens Violinpädagogin mit einem großen Herz für Kinder und die Musik bei Romys Monday Talk begrüßen zu dürfen. Sie ist eine visionäre, warmherzige und empathische Frau, deren großartiges Engagement für Kinder berührt und bewegt. Du bist ein großes Geschenk für diese Welt, liebe Heike. Für eine Frau, welche ihre Berufung und ihre Vision lebt, jeden einzelnen Tag. Für eine Frau, welche ihre Leidenschaft für die Musik, insbesondere für das Geigenspiel, liebt und weitergibt. Für eine Frau, welche Kindern auf wunderbare Art und Weise die Liebe zum Spielen dieses wunderbaren Instruments vermittelt und ihnen damit etwas schenkt, was für immer mit Menschlichkeit, Individualität, kreativer Freiheit und dem Ausdruck von Gefühlen verbunden war, ist und sein wird, die Musik. Für diese wundervolle Frau habe ich folgende Überschrift gewählt. Begeisterung ist der Anfang aller Wunder. Folge den Dingen, die dich begeistern, denn sie sind deine Bestimmung. Als zertifizierte Violinpädagogin bringt sie Kindern mit großer Begeisterung und viel Herzblut die Freude an der Musik und der Violine nahe. Sie ist zutiefst davon überzeugt, jedes Kind kann das Violinspiel erlernen und Freude an der Musik haben. In jedem Kind liegt ein wunderbares Potenzial, verborgen, das zum Ausdruck gebracht werden will. Als Mutter, und jetzt kommt's, von 4 wunderbaren Kindern, weiß Heike, wie wichtig es ist, Kinder auf ihrem Weg liebevoll zu begleiten. Sie unterstützt Kinder darin, sich zu starken, wachen und sensiblen Persönlichkeiten zu entwickeln. Die Geige hat Heike in ihren Bann gezogen, als sie 4 Jahre alt war. Der warme, lebendige und berührende Klang und die eleganten Bewegungen, mit denen die Geiger mit den Bögen die Klänge aus ihren Instrumenten hervorzauberten, begeisterten sie. Dieses Instrument wollte sie lernen. Nun war es damals üblich, mit der Blockflöte zu beginnen und an der musikalischen Früherziehung teilzunehmen, bis Kinder endlich ihr Wunschinstrument erlernen durften, wie sie sagt. Erst mit 10 Jahren begann sie letztendlich mit dem Geigenspiel. Ich zitiere Heike: Nach der ersten Begeisterung merkte ich, dass die Haltung der Geige recht unbequem war. Es war auch nicht so einfach, wie es aussah, dem Instrument mit dem Bogen schöne Töne zu entlocken. Ich blieb dennoch fleißig dabei und konnte bald recht gute Fortschritte machen.
Wunderbare Erlebnisse waren die Auftritte des Orchesters, in dem ich mitspielte. Nach dem Umzug ihrer Familie nach Berlin erhielt Heike professionellen Unterricht bei einem Geiger von der Deutschen Oper. Ich zitiere Heike wiederholt: Er war leider nicht zufrieden mit meiner Geigentechnik. Hier musste ich viel umlernen. Die Lehrerin in Freiburg hatte es damit leider nicht so genau genommen. Ihr Schwerpunkt lag allein auf der Spielfreude. Später unterrichtete mich eine Professorin von der Hochschule der Künste in Berlin. Im Gegensatz zu einigen ihrer Schüler, die auswendig und mit beneidenswerter Lockerheit spielten, hatte ich manchmal ein eher angespanntes Verhältnis zu meiner Geige, die ich doch so liebte. Nach dem Abitur nahm sie schweren Herzens Abschied vom Traum, eine Konzertgeigerin zu werden, und schlug zunächst einen anderen Weg ein. Heike war schon immer vielfältig interessiert und aufgeschlossen für Neues. So gab es in ihrem Erwachsenenleben einige Stationen: Physikstudium, Arbeit am Theater, Sprachlehrerin in Italien, Modedesign und ein Studium der Bekleidungstechnik. Sesshaft wurde sie letztendlich im Schwabenland und war 14 Jahre bei einem namhaften Modeunternehmen tätig. Die kreative Arbeit bereitete ihr Freude. Als Führungskraft war es Heike immer ein Anliegen, die Menschen zu unterstützen und zu fördern. Das Herzstück dieses bunten Lebens war und ist ihre Familie. Mit 4 wunderbaren Kindern. Die Kinder haben Heikes Leben unendlich bereichert, wie sie sagt. Als Begleiterin ihrer Wege durfte sie viel lernen und auch erkennen, worauf es ihr im Leben wirklich ankommt. Heike ist es ein Herzensanliegen, das Besondere und Eigene in jungen Menschen zu erkennen, junge Menschen zu unterstützen und ihnen Mut zu machen auf ihrem ganz persönlichen Weg ins Leben. Auch die Geige hat einen wichtigen Stellenwert in Heikes Leben. Sie war ihr immer eine treue Wegbegleiterin, auch neben ihrem Beruf. 2011 begann sie die Ausbildung zur Suzuki-Violinpädagogin als Ausgleich zu ihrer Tätigkeit im Wirtschaftsunternehmen. Die Aussicht darauf, Kindern die Freude am Geige spielen und viele weitere Fähigkeiten vermitteln zu können, hat Heike manche Durststrecke bei der langen, anspruchsvollen Ausbildung überwinden lassen. Ich zitiere Heike wiederholt: Endlich habe ich in der Tiefe begriffen, worauf es beim Geigespielen ankommt, wie es gelingt, mit Leichtigkeit und Freude zu musizieren. Lebenslanges Lernen ist ja ein Bedürfnis. Um sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln, lernt Heike bei den besten Lehrern. Von ihnen erhält sie immer wieder neue Anregungen für ihr eigenes Violinspiel und ihre Unterrichtstätigkeit. Sie hat ein Ziel, einen Traum, eine Vision. Sie geht ihren Weg und lebt in Dankbarkeit ihre Berufung. Seit vielen Jahren leitet sie eine Violinklasse mit ganz wunderbaren Schülern. Sie widmet sich jeden Tag mit viel Energie und Herzblut ihrer Suzuki-Violinschule. Musik ist ihre Profession, ihr Lebensweg, auf welchen sie mit jedem Schritt, den sie geht, die Welt ein wenig heller macht. Denn Musik ist der Klang des Lebens, was Menschen vereint und bewegt, mitreißt, zum Lachen und zum Weinen bringt. Musik ist die Liebe auf der Suche nach Worten. Musik ist der Weg zur Seele. Liebe Heike, erzähl uns doch bitte was aus deiner Sicht über deinen Lebensweg und wie bist du dazu gekommen, was du tust? Wie war dein Weg dorthin? Ja, liebe Romy, du hast schon ganz viel erzählt über meinen Werdegang. Ja, mit 4 Jahren, ich erinnere mich noch genau, ich habe im Fernsehen, das war unser allererster Fernsehseher in der Familie, es war in den 70er Jahren, ein Orchester gesehen und dann die Geiger haben mich so in ihren Bann gezogen, dass ich wusste, das will ich lernen. Und dieser Wunsch, der hat mich nicht losgelassen. Ich durfte dann auch mal auf einer Geige probieren von einem Vater, von einer Kindergartenfreundin und ja, es war einfach eine große Liebe. Meine Eltern haben das, ja, es war für sie fremd, dieser Wunsch. Sie konnten das nicht nachvollziehen. Und die Geige hat ja, steht in dem Ruf, dass es ein schwieriges Instrument war. Und meine Eltern dachten eben, hatten Sorge, dass ich dann die Lust sehr schnell verliere. Ich war eben auch sehr schnell zu begeistern. Naja, und dann habe ich Blockflöte gelernt und Rhythmik und
Immer wieder habe ich meinen Eltern gesagt, na, ich will aber Geige lernen. Die Blockflöte habe ich dann irgendwann mal verloren unterwegs, Okay. auf dem Weg zum Unterricht. Nicht Es absichtlich, sollte nicht sein, oder? die war wirklich weg. Okay. Und dann hatten meine Eltern Erbarmen und haben mich angemeldet zum Unterricht, ja. Und seitdem bin ich der Geige sehr verbunden. Ja, mein erster Unterricht, die Lehrerin war nicht wirklich ausgebildet. Leider, sie war sehr lieb, aber ich habe keine solide Technik da gelernt bei der Lehrerin. Bei ihr war ich 2, 3 Jahre. Dann zogen wir nach Berlin. Das war gut für mich. Dann hatte ich einen sehr, sehr guten Lehrer bekommen, musste alles umlernen, was nicht einfach ist. Die Gewohnheiten, die sind so fest. Und das Neulernen, das ist ja doppelte Zeit, dreifache Zeit. Von daher lege ich als Lehrerin jetzt auch ganz großen Wert auf solide Technik, gleich, dass man alles richtig lernt, die Haltung, dass alles stimmt, ist ganz wichtig. Ja, und in Berlin, die Geige, ja, ich denke gerade dran, auch als ich das Gymnasium besucht hatte, Leistungskurs Musik, da hatte ich dann auch Freunde gefunden, die auch so für die Musik schwärmten. Es waren ja nicht alle, wir waren ja eigentlich so eine kleine Gruppe, die so musikbegeistert waren. Ja, und ich wollte halt Geige studieren, das war mein Ziel. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Ja, es gab dann aber auch persönliche Krisen in der Familie. Und ich habe dann, ja, wenn man Musik studiert, muss man auch nervlich sehr, sehr belastbar sein. Es ist ein sehr anspruchsvolles Fach. Also wirklich Leistung bringen auf Abruf, immer. Und das habe ich mir damals nicht zugetraut, mit 18 Jahren. Dann habe, ja, Schulmusik hieß es, mach Schulmusik, werde Geigenlehrerin. Das mit 18 wollte ich einfach im Orchester spielen, ja, und nicht Lehrerin werden. Und ich habe dann Physik studiert, aber nur das Grundstudium. Das war auch ein Interesse von mir. Aber eine begeisterte Physikerin wäre ich auch nie geworden. Und ich habe auch viel zu viel Geige geübt nebenbei und Klavier und mich in Theatern und Konzerthäusern rumgetrieben. Also habe ich das Physikstudium dann abgebrochen. Und dann wurde auch recht bald meine erste Tochter geboren, da war ich 25. Ja, habe ich mich dann, als sie 1 Jahr alt war, neu orientiert Richtung Theater und habe dann im Theater auch gearbeitet 1 Jahr. Und dann sind wir nach Italien gezogen mit meinem Partner. Da war ich ein paar Jahre in Italien mit ihm. Mode war Norditalien, klar, Heimat der Mode, es war auch ein Interesse von mir. War Schöne bestimmt eine schöne Materialien, Zeit. War eine Stoff. schöne Das Zeit. war, Ja. es war eine tolle Zeit. Ja, es war eine schöne Zeit. Es war auch eine, ja, sehr herausfordernd, weil Italien ist eben doch ganz anders als Deutschland in vieler Beziehung. Die Menschen sind anders, flexibel, was mir auch gut gefällt. Viele Dinge haben nicht funktioniert. Der Alltag war teilweise schwierig, ich habe dann da auch noch ein Kind bekommen. Also die Formalitäten, man soll es nicht glauben, sehr, sehr kompliziert. Behördendinge, boah, glaubt man gar nicht, aber es ist viel schlimmer als jetzt in Deutschland. Ich hatte eine super süße Freundin, zwei, also es war schon eine tolle Zeit. Ich habe Mode gelernt, nebenbei Geige gespielt, natürlich. Meine Tochter durfte auch Geige lernen. Schön. Sehr schön. Ja, und dann sind wir zurückgezogen nach Berlin und ja, ich mit den beiden Kindern. Mein Partner damals ist nach Frankreich gegangen, zurück wegen seiner Arbeit. Er war Franzose. Und ich habe dann geguckt, eigentlich bei Null wieder angefangen, was mache ich? Okay, Bekleidungstechnik, also nochmal ein Studium. Ich hatte Design und Schnittgestaltung gelernt in Italien. Und als Deutscherin mich verdient, das konnte ich ja. Ja, und da habe ich ein Studium noch draufgesetzt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, wurde noch ein Kind geboren während der Studienzeit. Die Geige ruhte dann ein wenig, nicht wirklich, aber ich habe nicht jeden Tag gespielt. Das war alles viel zu viel. Darf ich Das hier war ein eine, ganz kurzes ja. Kompliment einflechten, was Oh. jetzt gerade in den Kommentaren, also ihr dürft natürlich Ja. gerne kommentieren, auch Fragen stellen an die Heike. Wir werden sie versuchen einzubauen. Die Carrie, die letzte Woche bei mir war Ja. mit den tollen Hunden, die hat ja nach deiner Methode gelernt. Hat ja auch Ah, Geige gelernt. ja. Und sie schreibt hier, das ist etwas ganz Wundervolles, was Heike da macht. Das Geigen nach der Suzuki-Methode hat mich als Kind sehr geprägt.
Und ich freue mich, dass es Lehrer gibt, die diese besondere Art des Spielens weitergeben und unterrichten. Ach, das freut mich zu hören. Da komme ich dann nämlich auch gleich zurück. Genau, ich kürze das jetzt auch mal ab. Ja, ich bin dann letztendlich nach dem Studium, die Beziehung lief überhaupt gar nicht mehr gut zu meinem Partner und wir haben uns getrennt. Ich bin dann nach Süddeutschland gezogen, also in die Nähe von Stuttgart, habe eine Arbeitsstelle angetreten, wo ich dann auch 14 Jahre war, in einem Konzern. Hat mir viel Freude gemacht, war toll in der Modewelt. Aber irgendwann war die Zeit auch vorbei, kam was anderes. Und ich habe meine wahre Bestimmung bemerkt und ja, und auch einen Ausgleich gesucht, ne, zur Wirtschaft, wo es ja auch um Gewinnmaximierung geht. Natürlich, ja, ist ganz klar. Es ist auch ein bisschen eine kalte Welt und meine Werte gingen in eine andere Richtung und wir haben uns dann getrennt. Ich habe da schon während der Berufstätigkeit nebenbei dann eine Ausbildung gemacht, Suzuki-Lehrerin. Das war relativ anstrengend, muss ich sagen, an den Wochenenden. Okay. Und jeden Abend üben. Und ja, so ab 9 habe ich dann noch geübt, meine 2 Stunden. Das war echt viel. Gut, aber ich wollte das, ne? Das ging. Das ging schon. Ja. Und dann, was heißt denn? Also wir hören immer das Suzuki. Ich habe mich auch versucht, so ein bisschen einzulesen. Das ist ja, kommt ja von einem direkt von einem Violinpädagogen, ne? Ja, genau. Also Suzuki, das viele fragen ja, wieso Suzuki? Ist das ein Auto, ein Motorrad? Nee, das ist nicht. Hätte ich mich auch gefragt. Ja, genau. Es ist ein ganz gebräuchlicher Name in Japan, so wie bei uns Meyer und Müller und Schulz. Also einfach ein ganz normaler Name. Der Herr Suzuki ist vor gar nicht so langer Zeit im Alter von 100 Jahren gestorben. Er hat noch hat wirklich noch unterrichtet, ja. Gut. Ein Energiebündel. Und dieser Mann hat sich den Kindern gewidmet. Der hat ja nach dem Krieg in Japan gesehen, dass es den Kindern gar nicht gut ging, dass die ein bisschen vernachlässigt wurden, weil die Eltern andere Sorgen hatten. Und er wollte die Kinder fördern. Und denen vor allem auch was Schönes anbieten in der schweren Zeit des Hungers und des Wiederaufbaus. Genau, und dann hat er Kinder beobachtet und hat festgestellt, dass kein Kind dumm sein kann, weil jedes Kind kann Japanisch lernen, ja? Ehrlich? Was eine Leistung ist. Es ist, erscheint uns ganz selbstverständlich, aber so eine schwierige Sprache und Dialekte zu lernen, kann fast jedes Kind, wenn es nicht wirklich eine Behinderung hat. Und da hat er dann beobachtet, wie lernen Kinder denn die Sprache? Und zwar durch Hören, durchs Umfeld und durch Nachmachen in den ersten Jahren. Und daraufhin hat er seinen Geigenunterricht aufgebaut und hatte große Erfolge. Das unterscheidet auch vom traditionellen Unterricht. Wir fangen eben an, also ohne Noten, das sind Vorschulkinder. Die Sprache lernt man auch nicht durchs Lesen und Grammatik lernen. Nein, man lernt sie durch die Umgebung, in der man aufwächst und in dem man die Eltern erlebt und die Menschen um einen herum. Und das hat er aufgegriffen mit großem Erfolg. Und diese Methode hast du dann gelernt? Die habe ich gelernt, ja. Das ist ein ganz sehr viel Pädagogik, der Anteil. Natürlich auch Geigentechnik. Wir lernen am Anfang so wie Kinder spielen, also recht grobmotorisch, einfache Bewegungen, weil die sollen es ja nachmachen. Das ist auch wieder ein Umlernen gewesen, wirklich von den Basics nochmal alles neu aufbauen, hat mir sehr, sehr gut getan. Kamen ganz viele Aha-Erlebnisse, so ist das. Und es wurde alles viel leichter und lockerer. Ja, und das Auswendigspielen hätte ich früher, fiel mir es echt schwer. Ich hatte immer Angst, rauszufallen. Es fällt mir jetzt leichter als nach Noten inzwischen. Und ja. Das heißt, du das ist auch ein Stück weit nach Gefühl spielen. Das ist ja das, was man in den Kindern auch weckt, ne? Genau, man weckt die Vorstellung, die Tonvorstellung, wie es klingen soll. Die Kinder sollen die Stücke auch immer hören, die sie dann lernen. So ist es in der Sprache ja auch. Und dann verbindet man die Vorstellung vom Ton, vom Musikstück mit den Fingern, mit der Bewegung. Also das ist dann eins. Und dann kann man so von innen heraus musizieren und sich ausdrücken ohne Umwege. Das heißt, also wenn die Kinder zu dir kommen, wie führst du sie an das Instrument heran?
Wir fangen mit kleineren Kindern, fange ich an, erstmal ohne Violine. Das wissen die Eltern auch. Das hat auch zwei Aspekte. Einmal sollen die Kinder wirklich wollen, die sollen richtig heiß drauf sein, Geige spielen zu wollen. Das hält man ihnen ein bisschen vor, dass sie sagen, ich will, ich will, ich will. Und dass sie dann nicht, du musst, ja, sondern den Wunsch wirklich wecken. Und dann fangen wir an mit einer Pappgeige, die baut man, die bauen die Eltern auch selber und da lernen sie erstmal die Haltung. Die Geige darf dann runterfallen, das macht gar nichts. Wir laufen spazieren mit dieser Pappgeige, die Striche werden schon mal geübt. Und wenn das dann läuft, das schließt auch mit so einem kleinen Zertifikat ab. Doch schön. Ja, Super. ja, so Klasse. kleine Meilensteine. Dann darf das Kind endlich, ja, es weiß gar nicht lange, die echte Geige auspacken und das ist ein großer Moment, ja. Und dann klingt das auch schon. Dann werden erstmal die leeren Saiten gestrichen, aber gleich ein Rhythmus, also keine langsamen Töne, weil das liegt kleinen Kindern gar nicht. Die sind schnell, Kinder, ne? Die brauchen was Flottes. Und gleich kommt eine Begleitung dazu, dass es nach was klingt. Ja, und ich korrigiere immer so, dass es möglichst nicht so merken, die Kinder, ne? Also nicht so viele Worte machen, mehr mal wieder gerade richten. Und natürlich ein Elternteil muss dabei sein bei Vorschulkindern. Und denen zeige ich ganz genau, worauf es ankommt beim Üben. Ich habe jetzt zwei Mamas, die lernen mit Geige Wow, bei der super, Gelegenheit. sehr Ja, gut, super toll. cool, sehr schön. Und die Mamas, bisher sind es nur Mütter, üben dann zu Hause mit den Kindern. Ja, und ich zeige ihnen halt genau, was sie zu tun haben. Das sind einfache Schritte, aber trotzdem Herausforderungen. Ja, also, dass das Kind auch einfach mal nicht will oder die Mama darf nichts sagen. Und ja, es ist nicht alles einfach so, wie es jetzt klingt. Ja, es gibt Durststrecken, dass das Kind dann auch mal nicht mehr will. Und aber auch da durchzuhalten und spielerisch anzugehen, immer wieder was auszudenken. Wir machen kleine Autorennen. Ja, wenn das Kind gut spielt, dann fährt das Auto ein Stückchen vor und solche Sachen. Es wird alles verpackt, um das Kind bei der Stange zu halten, dass es wirklich Freude hat und gebannt ist. Würde ich sagen, Ja. dann schauen wir uns mal ein kleines Video an, oder? Ja, Was passt. meinst du? Super. Ja. So, dann schwenke Super. ich euch mal kurz hier rüber. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich fand es so entzückend, wo du mir das geschickt hast und ich das erste Mal gesehen habe. Es war. Meine Vierjährige, die ist gerade vier geworden. Das ist Ein richtig Baby ist auch Action. dabei. Ja. Ja, das ist ein Baby und zwei Hunde. Wow. Zu süß. Klasse. Ist das schön. Entzückend.
Entzückend, meine Liebe. Ein Traum. Ja. Also, wie wir sehen, also die spielen wirklich nicht nach Noten. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie kriegen die Töne raus aus der Geige? Ich meine, das ist ja, ne, Noten haben ja, bringen ja die Töne letztendlich. Wie kriegen die Kinder das Gefühl, ohne die Note spielen zu müssen? Die hören das. Die hören Die das. haben die Vorstellung im Ohr. Okay. Wie beim Sprechen. Wie man sprechen lernt, Mama, ohne das Wort lesen zu können. Ja? Okay. Das ist ein Nachmachen. Okay. Funktioniert sehr gut bis 6, 7 Jahre, wo Was die passiert Kinder dann? alles aufsaugen wie ein Schwamm und nachmachen. Ist natürlich auch eine Riesenverantwortung. Und dann fangen sie an zu denken, also zu hinterfragen, selbstständiger zu werden. Und da kann man dann ganz anders arbeiten. Manches wird, ist vielleicht ein bisschen mehr Umwege, als wenn ein Kind das einfach nachmacht. Man ist mehr der Intellekt dann schon auch gefragt. Ja. Ja, ab 7 ungefähr. Da kommen sie auch in die Schule, das macht schon Sinn. Dieses Alter, 7 Jahre, 6, 7 Jahre, ist beim Geigen auch so, ne? Mit den 6-Jährigen arbeite ich schon natürlich anders als mit 3- oder 4-Jährigen. Jo. Wobei wir schon bei deiner Hauptkundschaft sind, sozusagen, das sind Kinder. Ja, es sind Kinder. Vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, so ein bisschen aus deinem Unterrichtsalltag. Wie sind das mehrere Kinder, ein Kind? Wie läuft so Ah eine ja. Stunde ab? Also die Kinder kommen alle zum Einzelunterricht, einmal pro Woche, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, je nach Alter. Und da arbeite ich ganz konzentriert mit dem einzelnen Kind. Wir machen uns warm, wir machen Bewegungsspiele, wir machen Übungen für eine aufrechte Haltung, das ist das A und O, wirklich gut dazustehen. Und dann spielt mir das Kind ein Stück vor, was es geübt hat, und wir arbeiten daran. Ja, und immer nur ein Punkt, eine Sache, die es am nötigsten hat, und darauf schauen wir ganz konzentriert. Und das ist dann auch die Aufgabe für die nächste Woche. Und so machen die Kinder ihre Fortschritte und haben auch immer Erfolg. Ja, darum geht es auch, dass sie wirklich Schritt für Schritt, kleine Schritte, immer es bewältigen können, die Aufgabe. Und dann lernen sie, ja, sich zu vertrauen, dass sie was schaffen können. Ja, ich hoffe, das habe ich verständlich. Wir haben hier das nächste Kompliment, meine liebe Heike. Aha. Susanne Keller schreibt: großartig, liebe Heike, weiter so. Ja, das war, ist eine ehemalige Kollegin von mir. Okay, Liebe wunderbar. Grüße, Susanne. Schön, dass du Ja, zuschaust, Susanne. ja, Freut mich ja, sehr. Was ist ja. denn deine Vision, Heike? Meine Vision, das sind, was ich auch wirklich auf Workshops erlebt habe, auf Suzuki-Workshops, Kinder, die von der Musik getragen werden, die sich viel mit Musik beschäftigen, denen in deren Leben die Musik eine ganz wichtige Rolle spielt, die gemeinsam üben und arbeiten, gemeinsam auftreten, in der Gruppe auch getragen sind, tolle Erlebnisse haben, musikalische Applaus bekommen vom Publikum. Und das sind alle so starke Kinder, die einfach auf sich zählen können, die wissen, was in ihnen steckt. Die wissen auch, dass sie, wenn sie irgendwo Schwierigkeiten haben, Vertrauen haben können in ihre Kraft. Und natürlich bringen die auch den Fokus auf, ja, an der Sache dran zu bleiben. Die lassen sich nicht so leicht ablenken von allem Möglichen, was heutzutage auf uns einströmt. Das sind ziemlich oder sehr ausgeglichene Kinder, viele, die erstaunlich viel zustande bringen in ihrem jungen Leben. Das schwebt mir auch vor. Meine Gruppe, das sind erst so, ja, ungefähr 10 Kinder insgesamt. Das dürfen noch mehr werden jetzt. Ja, ich habe jetzt, baue das aktiv auf. Aber es passt halt auch nicht für jeden. Ich führe immer Gespräche mit den Eltern. Also es bedeutet ein Engagement zeitlich. Die Eltern müssen mit dabei sein. Die müssen mit dem Kind üben, dürfen mit dem Kind üben. Und es ist ein Engagement, natürlich, ne? Und deswegen schaue ich auch, dass es passt.
Und dann wird es eine schöne Zusammenarbeit. Das ist mein Ziel oder meine Vision. Eine tolle Gruppe, tolle Kinder, die ihren Weg machen. Ja, genau. Nicht nur auf der Geige. Woher kommt denn bei den Kindern die Liebe zur Geige? Wie entdecken sie das Instrument? Kommt es über, dass sie die Geige hören oder dass sie es sehen, das Geigenspielen? Woher kommt die Begeisterung? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte manchmal auch also Straßenmusik gemacht mit meinem damaligen Hey. Partner, der Okay. spielt Querflöte. Und wir haben dann auf Weihnachtsmärkten und wo auch immer zusammen gespielt. Und die Kinder, die bleiben stehen und gucken nach der Geige. Ja, das fasziniert sehr, das Geigenspiel. Das ist halt ähnlich wie die menschliche Stimme vielleicht. Und ja, also das höre ich dann auch von den Eltern, dass die Kinder Geige sich ausgesucht haben, auch kleinere Kinder. Manchmal sind es auch die Eltern, die das toll finden. Muss man natürlich aufpassen, ob es das Kind auch toll findet. Wobei bei kleinen Kindern finde ich es auch gut, wenn die Eltern einfach sagen, so, das machen wir jetzt, ja. Man kann auch immer noch später auf ein anderes Instrument wechseln. Ja, und wie ich sie begeister. Ja, und wenn sie dann die Gruppe erleben und andere machen das auch, dann wollen die halt mitmachen. Okay. Und bei Geschwisterkindern ist das super einfach. Also das Baby, was man auf dem Video gehört hat, im Hintergrund, der ist so 9 Monate, der macht schon die Streichbewegung im Rhythmus, ne? Ehrlich? Also, Wow, ja, der okay. hat das im Mutterleib schon gehört, wie seine kleine Schwester angefangen hat. Die spielt auch noch kein Jahr, die spielt ganz kurz. Also ziemlich. Und der lauscht ganz gebannt und ja, der wird sehr schnell Geige lernen, wenn er es denn soll und möchte, wenn die Eltern das auch so wollen. Das weiß ich noch nicht. Jetzt hat ja die Geige einen großen Platz in deinem Leben. Wie trägt denn deine, wie tragen denn deine Kinder diese Begeisterung der Mama? Och, ja, die kennen das gar nicht anders. Es war schon Manchmal kam es ein immer bisschen, präsent, oder? Bei euch zu Hause. ja, Ja? immer präsent. Ja, mein Partner damals hat das genervt. Die Ehrlich? Geige war zu. Ja, Okay. den hat Okay. es. Und da habe ich dann auch weniger gespielt in Italien. Es war schon so. Aber meine Kinder haben halt gemerkt, das ist mir wichtig und ich habe abends geübt. Und ich hatte aber auch Zeit für die Kinder, natürlich. Und die fanden das normal. Mama hatte halt ein bisschen, ja. Die sagen, die ist halt so. Okay. Spielen Ja. deine Kinder auch Geige? Spielt einer von deinen Die Kindern auch Geige? Große, die hat Geige gespielt, bis sie 18 war, dann nimmer, auch dann irgendwann mit Klavier angefangen. Die war relativ weit und gut, aber dann wollte sie nicht mehr Geige spielen. Der Sohn, der hat Klavier und E-Gitarre gelernt. Die Geraldine, die dritte, die hat dann auch wieder Geige. Die wollten alle Geige spielen, als sie klein waren, ne? Weil ich es ja tue. Die wollen ja immer machen, was die Eltern Was machen. bestimmt, ja. Aber sie hat dann auch irgendwann gesagt, ich bin nicht wie du und ich will was Eigenes und ich spiele Klavier. Ist okay. Ja, war ja auch nicht verloren. Der Jonas, das ist der Jüngste, der hat auch mit 3 angefangen und der spielt immer noch, also sporadisch, aber er singt sehr viel im Chor und Klavier spielt er. Aber er geigt auch noch mit, wenn wir irgendwie auf dem Workshop sind. Was eine Ja, und ich musikalische glaube, Familie. Genial. Ehrlich. ja. Dass die Kinder mich halt erlebt haben, dass ich für was brenne und es auch dann durchziehe. Und das ist natürlich auch eine Vorbildfunktion, auch wenn die nicht Geige spielen, aber in anderen Bereichen halt, ne? Dass sie merken, man kann seinen Weg gehen. Hast du Vorbilder im Geigenspiel? Ja. Erzähl doch mal. Vorbilder. Also ich habe Lehrervorbilder, Pädagogen, die nicht unbedingt ganz große, berühmte Geiger sind, meistens eher nicht. Also doch die Mimi Zweig, bei der durfte ich auch einen Kurs besuchen, hätte ja auch nie von geträumt. Die war Lehrerin vom Joshua Bell, der ist relativ bekannt, der ist sehr bekannt. Auch von so einem U-Bahn-Video in New York, wo er Bach gespielt hat und die Leute gehen vorbei. Und dann in der Carnegie Hall, wo dann die Leute $200 ausgeben für ein Ticket. Also das ist ein ganz, ganz toller Geiger, der ist geigerisch für mich ein Vorbild, sein Ton super. Ja, und dann halt ein paar Pädagogen, auch bei denen ich lerne und die die Kinder unglaublich fesseln können, ja, und ganz toll gewinnen. Und ja. Wir haben ja eingangs auch, hast du ja gesagt, du hast ja über deinen Weg, den du gegangen bist, mit dem Geigenspiel, mit deiner Familie, beruflich,
hast du viel über dich selbst auch gelernt. Was hast du Ja. denn, was hast du gelernt und wo du heute stehst? Was ist deine Essenz heute im Leben? Was hast du aus den letzten Jahren mitgenommen? Ja, ich habe gelernt, dass Durchhaltevermögen sich doch auszahlt, auch wenn die Wege manchmal verschlungen sind im Leben und ganz anders laufen, als ich mir es je gedacht hätte. Aber letztendlich bin ich wieder da, wo mein Kindheitstraum war, mein Kindheitswunsch. Ja, viele Jahre später, Jahrzehnte später, dass sich das lohnt, also der Begeisterung zu folgen. Das ist ein guter Wegweiser. Und dann habe ich gelernt, auch durch meine Kinder Vertrauen zu haben und gelassen zu sein. Ja, das waren auch nicht nur vorbildliche Kinder, da gab es Höhen und Tiefen und Schreckmomente, also ganz normal und auch manchmal wirklich ziemlich schwierig, auch als ich alleinerziehend war. Aber wenn an die Kinder auch zu glauben, ja, und an sich und das an Vertrauen zu haben, Grundvertrauen, das hilft sehr, ja, im Leben. Die gehen dann ihren Weg und das habe ich gelernt und eine Demut auch, dass man manche Dinge, man kann halt nichts erzwingen und ja, je gelassener ich meinen Weg gehe, desto besser fügen sich die Dinge, ja. Hat Geige spielen eigentlich auch was? Also ich habe das ja beim Tanz jetzt schon gehört. Bei Tango-Tanz ist ein Lebensgefühl. Ist Geige spielen auch eine Lebensart, ein Lebensgefühl? Ja. Ja, es ist für, naja, das ist das Gefühl, auch was zu tun, was wirklich wenig Menschen eigentlich tun. Ja, es ist was Besonderes. Man hat sich das auch erarbeitet. Das ist ein sehr komplexes Instrument. Man kann ganz viel erreichen durch einfach dadurch, dass man dranbleibt und Zeit investiert und Begeisterung. Es ist schön und ich bin sehr gerne auch mit diesen Geigerkollegen zusammen, ja, wenn wir uns treffen bei Workshops und Seminaren. Und das ist einfach eine Welt, da fühle ich mich sehr wohl und auch zu Hause. Wir ticken halt irgendwie anders. Das Ja, und dann ist heißt, das beschreib mal, dir tickt anders. dieses anders ticken. Ja, das sind halt Menschen, die schon eine gewisse Selbstdisziplin aufbringen, muss man, sonst lernt man es nicht. Und gleichzeitig sind es oft auch sehr leidenschaftliche Menschen, weil die Geige hat auch so was Leidenschaftliches. Man kann da sehr, sehr viel ausdrücken an Gefühlen. Also es ist diese Mischung aus Sorgfalt und Selbstkontrolle und gleichzeitig auch laufen lassen und Leidenschaft. Ja. Also du legst jegliche Emotionen, wenn du Geige spielst, auch mit den Kindern, dann legst du schon ganz, ganz viel Ja. deine Emotionen rein, oder? Ja, also üben ist noch mal was anderes. Das passiert eher sachlich und beobachtend. Aber wenn wir auftreten und musizieren, dann ist das Musik. Dann wird die ganze Technik beiseite geschoben und dann, ja, wird musiziert. Also ich habe ja mal, Ja. ich hoffe, ich greife jetzt nicht irgendwo in ein Fettnäpfchen, aber ich habe auch schon diese elektrischen Geigen. Das habe ich auch schon gehört. Ist das was ganz anderes vom Klang her als eine wirkliche Geige? Sicherlich, oder? Ja, es ist überhaupt gar kein Fettnäpfchen. Es hat auch seine Berechtigung. Man kann mit der Geige ja vielerlei Musikstile machen. Ach ja, gut, ganz kurz noch ein Ausflug. Wir fiddeln auch, ja. Also wenn die klassischen Geiger sich treffen und dann gibt es abends da eine Kneipe im Keller, wo dann die Geigen ausgepackt werden und es wird gefiddelt, ja, auf irische Art, ganz wild. Geht Oh, auch, finde ich auch herrlich. toll. Ja, und Super. die E-Gitarre, es gibt auch Kollegen, die klassische Geige unterrichten, aber die dann in einer Gothic-Band mitspielen, einer in Berlin, ja. Und der füllt auch wirklich Hallen und Bühnen. Und das ist ganz was anderes. Der Klang ist natürlich auch anders. Na klar, ist er anders und elektrisch verstärkt. Ich Aber ich fand's schwärme cool, ja ich fand's für das faszinierend. Holzinstrument, ja, und so eine Geige, die halt schon seit 300 Jahren, rechne ich jetzt richtig, ja, ungefähr, auf eine ähnliche Weise gebaut ist und nicht viel verändert, das hat halt auch was, ne?
Das ist Kann ich so mir vorstellen. und einfach eine Vollkommenheit hat, da muss man gar nicht viel dran verändern, obwohl die Technik insgesamt ja so wahnsinnig sich entwickelt. Das hat für mich auch was. Das ist ja auch ein Dieses Instrument, was Zeitlose. jetzt, es ist ja durch die Geschichte gegangen. Die Geige gibt es ja Ja. schon, was weiß ich, wie Ja. lange, ne? Das ist ja. Mindestens 300 Jahre, genau. Ja, Ja. ja. Aber E-Geige gefällt mir auch, ja. Kann Ja. man tolle Sachen machen, klar. Was sind denn, du hast uns vorhin auch sehr viel über den Weg und was du mitgenommen hast erzählt. Was sind denn deine Werte und wie lebst du diese in deiner Arbeit? Also meine Werte. Ja, Entwicklung und Wachstum ist für mich ein ganz wichtiger Wert, dass ich mich weiterentwickle. Es war auch damals in dem Unternehmen dann irgendwann nicht mehr gegeben, wo ich dachte, jetzt, ja, stehe ich. Und beim Geigen kann man sich natürlich, man kann nie auslernen. Also ich sowieso, ich bin keine schlechte Geigerin, aber da ist ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube, bei jedem, ja, bei Pablo Casals hat man gesagt, dass der mit 90 gefragt wird, warum er noch übt. Er sagt, weil ich mich verbessere, jeden Tag, ja. Ein berühmter Cellist. Also da kann man immer weiter lernen. Das ist mir wichtig. Es treibt mich an. Und klar, unterstütze die Kinder im sich entwickeln und wachsen. Das liegt mir sehr. Dann ist mir Beziehung, menschliche Beziehung, Freundschaft, Familie ein Anliegen. Der Kontakt zu anderen, der Austausch, sich inspirieren, ist der zweite wichtige Wert. Lernen, gut, geht auch in die Richtung von Entwicklung, aber auch so kognitives Lernen, das mache ich auch sehr gerne. Ich lese sehr viel, immer wieder neue Dinge. Ja, und Freiheit, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann. Und das ist ja auch so, ja. 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 Deswegen bist du ja den Schritt auch dann letztendlich gegangen in diese Richtung, oder? Dass du dieses Stück Freiheit dann auch erleben kannst, mit Ja. dem, was dir Freude macht. Ja, genau. So ist es. Welche Erfahrung möchtest du denn gerne anderen Frauen mitgeben? Welche Erfahrung? Gerade Frauen, ja, dass sie an sich glauben und in sich reinlauschen auch, in diese innere Stimme aufs Herz hören. Wo zieht es mich hin? Und ich erlebe bei Frauen sehr häufig, bei mir auch, das kenne ich nur zu gut, dass man es recht machen will. Ja, für andere da sein, was wird von mir erwartet. Halt eine gute Frau sein, liebevolle Partnerin, tolle Hausfrau, Karrierefrau dann möglichst auch noch. Und das ist eine Überforderung und man verliert manchmal leicht den Kontakt zu sich in diesem Jahr. Und deshalb mal wieder zu sich kommen, Schritt zurückgehen, raustreten, sich Zeit nehmen für sich selber und forschen. Was will ich eigentlich? Oder wie war ich als Kind? Ja? Was macht mir wirklich Freude? Das geht so leicht verloren, wenn man halt in dem Alter, wo man Kinder hat und berufstätig ist, mal gar keine Zeit dazu oder keine Muße. Das ist schade. Ne? Also da wirklich bewusst mal raustreten. Ich mache das. Und an sich glauben. Genau, und Gelassenheit, auch wenn man Kinder hat. Vertrauen, die bringen alles mit, die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, die sind perfekt. Und wenn man erkennt, wie so ein Kind, was es braucht, wo sind die Anlagen, ja, das fördern, klar, aber nicht dran ziehen. Ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Vertrauen, Da es hast du wird. recht, ja. Da hast du recht. Ja, es wird und auch nicht verrückt werden machen lassen wegen der Schule und Gymnasium. Die Kinder, die finden ihren Weg und je weniger man an ihnen zerrt, natürlich muss man, also fördern, da bin ich sehr dafür, auch für eine gewisse Disziplin zu sorgen Strukturen sind ganz wichtig für Kinder, die man natürlich dann auch loslässt und die Leitplanken öffnet, je älter sie werden. Dass man ihnen Halt gibt und eine Führung, wenn sie klein sind und dann an sie glaubt, ja, dass sie ihren Weg gehen. Das ist so, sind meine Erfahrungen. Es kommt natürlich auch mit deiner Arbeit mit Kindern ganz viel, ne? Dass du da auch ganz viel Ja. lernst wahrscheinlich jeden Tag. Also Ja. ich lerne ja auch von meiner Ja. Tochter jeden Tag. Das ist
was ganz Wundervolles und du darfst es jeden Tag haben. Das ist Ja, wunderschön. ja. Was ist denn für 2019 so geplant? Ha. 2019. Werdet ihr auch Ja, ich. Auftritte haben mit der Violinklasse? Macht ihr dann auch Auftritte irgendwo? Ja, also das ist so mehr für die Eltern und Freunde, wer Mhm. kommen mag. Also das machen wir regelmäßig, so dreimal im Jahr, manchmal viermal, je nachdem. Mhm. Öfter wäre noch besser. Mhm. Ja, das kommt. Ich habe jetzt neue Schüler gewonnen. Also die Gruppe wird insgesamt größer. Mhm. Daran arbeite ich. Und was sonst noch kommen wird, Lassen wir uns überraschen, ne? lassen wir uns überraschen. Ja, ich besuche wieder Workshops, auch wieder bei diesen super tollen Lehrern, die ich bewundere, die wirklich eine ganz tolle Arbeit leisten. Da kann ich immer viel mitnehmen. Ich fahre nach Belgien dieses Jahr, ich fahre nach Ungarn dieses Jahr. Also es ist auch toll, man kommt rum durch die Welt. Reisen mag ich auch gern. Ja, du auch, Ja. ich auch. Ja. Genau. Ist auch Freiheit. So ist es. Ja. Wenn jetzt jemand zuschaut, also du bist ja, in welchem Raum lebst du? Wo wohnst du, in welcher Gegend? Bei Reutlingen in der Nähe, Tübingen, Okay. Reutlingen, Stuttgart, die Ecke. Also Stuttgarter Raum. Wenn jetzt jemand zuschaut, auch im Nachgang und sagt, Mensch, ja, ich möchte meine Tochter oder meinen Sohn. Ich weiß jetzt nicht, ob die Mädchen begeisterter sind von der Geige als die Jungs. Also, hält Gibt sich auch die Waage, Jungs. oder? Ja? Ja, ja, Wie kann ja. man dich denn kontaktieren und gibt es eine Website oder Facebook-Seite? Ja, es gibt eine Website, das ist ganz einfach, suzukivioline.com. Suzuki mit Z, Suzuki. Genau. Und eine Facebook-Seite Facebook hast du findet auch, man mich oder? auch. Ja, Ja. genau. Ich habe mir die Seite nämlich heute mal angeschaut und die ist wunderschön. Das Eröffnungsbild mit dem kleinen Mädchen ist ein Ja, ganz, ganz die toll. Da ist Kleine. man, fühlt man sich gleich angekommen. Ja, meine liebe Heike, danke. Jetzt wissen wir, was du für ein tolles Geschenk jeden Tag an diese Welt gibst und an die Kinder weitergibst. Und ich würde dir jetzt gern meine Big Six stellen, die du bitte kurz und aus dem Bauch heraus beantwortest. Bist du Ah ja. soweit? Ja? Ja. Liebe Heike, was ist dir wirklich wichtig? Die Freiheit. Freiheit für uns alle Menschen, sich entwickeln zu können, sein zu können, das leben zu können, was in uns steckt, was in den Menschen steckt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Was macht dich glücklich? Wenn ich erlebe, dass ein Kind so wunderschön mitgeht in meinem Unterricht, wenn ich es erreiche und wenn es Freude dran hat und dann aus der Tür geht und das Lied noch singt, das Okay. erlebe ich manchmal, das finde ich Ja? total schön. Ja. Okay. Ja. Was empfindest du als tiefes Leid? Einsamkeit. Finde ich am schlimmsten. Abgeschnittenheit, Einsamkeit, am schwersten zu ertragen. Und auch wenn ich das erlebe, dass, oder sehe, dass Kinder auch schon darunter leiden. Das finde ich sehr, sehr traurig. Wenn du könntest, was würdest du in der Welt verändern? Was würde ich verändern? Ja, die Welt ein wenig entschleunigen, das Tempo rausnehmen. Es wird immer schneller, die Entwicklung wird immer schneller, die technische Entwicklung wird immer schneller. Ja, und ich finde es auch für die Kinder schwierig, damit klarzukommen, mit diesen vielen Reizen, denen sie ausgesetzt sind. Ich war neulich mit meinem Sohn im Kino, wir haben Ice Age geguckt, 4 oder was weiß ich. Und unglaublich die Sequenzen und wie schnell und eins nach dem anderen. Ich war völlig geplättet und er fand es normal. Gut, klar, die Kinder, die leben damit, die lernen das, aber ich erlebe eben auch beim Musizieren, dass diese Ruhe einen großen Wert hat, weil sich ankommen, sich spüren. Und das würde ich gerne beeinflussen können. Kann ich ja auch in meinem kleinen Rahmen, ja, eine Insel der Ruhe schaffen. Ja. Wunderbar. Jetzt hast du nur ein Wort, liebe Heike. Wähle ein Wort, das dich beschreibt.
Glückskind. Okay. Schön, das hatte ich auch noch nicht. Voll schön. Jetzt mal Geige und deinen beruflichen Weg ganz kurz zur Seite gestellt. Was möchtest du, Heike, den Zuschauerinnen und Zuschauern als deinen ganz persönlichen, menschlichen Lebensrat mit auf den Weg geben? Rat. Rat ist schwierig. Jeder Mensch ist anders, ne? Und braucht was anderes. Höre auf dich, hör auf deine Seele, auf deine Stimme, die dich führt. Genau. Wunderbar. Schöner kann man es nicht sagen. Ich danke dir von Herzen, liebe Heike, dass du uns einen kleinen Ausflug in deine wunderbare musikalische Welt mitgenommen hast. Gibt es denn, das wollte ich, das ist noch mein persönliches Anliegen oder meine persönliche Frage. Es gibt ja wunderbare Komponisten der vergangenen und der neuen Zeit, die bestimmt auch Geigenstücke geschrieben haben. Welcher Komponist liegt dir denn sehr am Herzen? Einer. Ich liebe Mozart. Ja. Ja, die Reinheit, die Kindlichkeit, die langsamen Sätze, es ist wie vom Himmel. Ja. Wenn ich jetzt War nur ja auch einen nenne. eine sehr tragische Geschichte von ihm. Er hat Ja, war nicht, ja, das das stimmt, stimmt. ja. Genial, aber ja. Aber er hatte ja auch was sehr Verspieltes und was sehr Kindliches und genial. Ja, gut. Ist das auch was, was du privat hörst? Ist das dann eher klassische Musik oder was müssen wir uns vorstellen? Was hört Heike an, wenn sie jetzt, ne, spazieren geht oder Auto fährt oder in der U-Bahn sitzt? Keine Ahnung, was hört Heike dann an? Also ich höre natürlich klassische Musik gerne. Ich höre aber auch sehr gerne Filmmusik, ich höre sehr viel Geige. Klavier mag ich auch. Ich gehe aber auch regelmäßig tanzen. Hey, okay. Ja, aber nicht klassisch, sondern zu allen möglichen, aller möglichen Musik, so mehr so Improvisationstanz. Das mache ich regelmäßig und sehr gerne. Also richtig einfach nur tanzen, nicht mehr denken und ja, es tanzt mich dann. Und das Schön, ist nicht wunderbar. unbedingt klassische Musik. Kann auch ganz wild sein. Ich wünsche dir, meine Liebe, dass du noch ganz, ganz viele Kinder auf den Weg bringen kannst, dieses Instrument und das Gefühl für die Musik kennenzulernen, weil ich meine, wir als Erwachsene, oder wie soll ich sagen, das ist eins der einzigen Künste, die uns als Mensch bleiben wird für die Ewigkeit. Das ist die Musik, das ist einfach das Kreative. Und bitte bring noch ganz, ganz viele Kinder auf diesen Weg. Das ist ein ganz, ganz tolles Geschenk, wirklich, was du da weitergibst. Und an dieser Ja. Stelle möchte ich gerne meinen nächsten Gast vorstellen. Ich habe nächste Woche mal wieder einen Herren bei Romis Money Talk und es wird auch kreativ. Weil wir beim Thema auch Italien waren, Heike. Das ist eine gute Überleitung sozusagen. Ich freue mich nächste Woche live aus Potenza in der Basilicata. Luca Lancieri, seines Zeichens Fotograf und Initiator des Projektes Beauties in the Beauty, begrüßen zu dürfen. Er hat eine Vision, die Schönheit seiner Heimat Basilicata in all ihren wunderbaren Facetten mit der inneren und somit auch äußeren Schönheit von Menschen bildlich zu verbinden und damit zeitlos wunderbare Bildkompositionen zu erschaffen. Für einen Mann, welcher auf seine ganz eigene Art und Weise die Seele der Menschen in Bildern fotografisch festhält. Seine Bilder haben Charakter und Tiefe, zeigen die Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Für einen Mann, welcher seine Liebe zur Musik und Poesie sowie das Talent zur Fotografie auf ganz wunderbare Weise in seinem kreativen Wirken lebt und verbindet. Für einen Mann, für den Fotografie mehr ist, als nur den Auslöser zu drücken, welche für seine Vision, seinen Traum lebt, jeden einzelnen Tag.
Für diesen Mann habe ich folgende Überschrift gewählt. Glaube an das, was sich für dich richtig anfühlt. Glaube an dich selbst und an die Kraft, die in dir wohnt. Und lass keinen Tag vergehen, ohne deine Träume genährt zu haben. Glaube an dich selbst und du wirst unaufhaltsam sein. Luca, geboren im schönen Italien, ist seit 2012 Profifotograf. Seit seinem 13. Lebensjahr hat Musik für ihn eine große Bedeutung in seinem Leben. Er entdeckte früh seine Leidenschaft für Film, Bücher und Fotografie, welche später zu dieser ganz wunderbaren kreativen Symbiose führte, welche seine fotografischen Werke so besonders macht. Ich zitiere Luca: Ja, ich bin ein Romantiker. In dem Film Indiskret aus dem Jahr 1958, einer Filmkomödie des US-amerikanischen Regisseurs Stanley Donen mit Gary Grant und Ingmar Bergman, sagte Gary Grant: Es ist eine Fälschung, dass die Frauen Romantikerinnen sind. Die wahren Romantiker sind die Männer. Für mich ist es wahr, sagt Luca. Schönheit ist überall auf der Welt zu finden. Denken Sie nur an die Magie des Sonnenuntergangs, eine Blume oder die Augen eines Kindes. Seine Liebe zur Fotografie begann als Landschaftsfotograf. Er reiste durch einen der schönsten Flecken Erde Italiens, seine Heimatregion Basilicata, und verstand die tiefe Schönheit der Natur und lernte diese in all ihren wunderbaren Facetten auf Bildern mit seiner Kamera festzuhalten. Er bezeichnete es als Workshop. Andere würden Fotoreise dazu sagen. Aus Liebe zur Fotografie wurde Passion. Sein Talent beschreibt Luca mit einem Augenzwinkern wie folgt: Ich bin in der Tat eine Kamera. Ich habe seit meiner Geburt nur ein Auge. Mein rechtes Auge ist eine Prothese. Also, ich sehe die Welt so wie die Kamera. Aber auch das Schreiben war und ist seine Passion. Und so begann Luca neben der Fotografie seine Kurzbücher zusammen mit seinen Bildern bei Google Plus zu veröffentlichen und fand Menschen, die seine Bilder, seine Poesie liebten und schätzten. Und so entwickelten sich Freundschaften zu Freunden der Lyrik, Fotografen und Models. Menschen, welche die tiefe Schönheit von Natur und Menschsein in seinen Werken verstanden. Und somit wurde seine Vision geboren. Beauties in the Beauty. Die Verbindung zwischen den faszinierenden und wunderschönen Landschaften der Basilicata und den Menschen fotografisch festzuhalten und somit diesen wunderschönen Ort bekannter zu machen in der Welt. Ich zitiere Luca: Ich liebe es zu reden und ein gutes Glas Wein zu trinken. Wir sind Freunde. Nun lasst uns gemeinsam ein Glas Wein in der Basilicata trinken, während wir magische Orte mit netten Leuten besuchen, diese fotografieren und versuchen, ein Buch mit den aufgenommenen Bildern zu veröffentlichen. Gesagt, getan, ging er gemeinsam mit befreundeten Fotografen und Models an die Umsetzung seiner Vision und veröffentlichte im Juni 2017 das erste Fotofahrbuch des Projektes The Beauties in the Beauty. Eine Botschaft der Schönheit und des Friedens, wie er sagt, die von einer der kleinsten Regionen Europas aus versucht, eine Stimme zu werden, welche das Bewusstsein für die tiefe Symbiose von Mensch und Natur in all ihren Facetten der Schönheit beschreibt. Ich hatte die Ehre, letztes Jahr in diesem Projekt aufgenommen zu werden und von meinem ersten Ankommen in Maratea, den ersten Begegnungen mit den Menschen, die dieses Projekt begleiten, gemeinsam den Traum von Luca leben, verwirklichen und zu dem machen, was es ist, etwas ganz Besonderes. Bis zum heutigen Tage hat dieser Ort etwas Magisches für mich. Es ist wie ein Stück Heimat und die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind ein Stück Familie geworden. In seinem Projekt fotografiert er Menschen in den atemberaubend schönen Landschaften seiner Heimat, der Region Basilicata. Und es entstehen einmalig schöne Bildkompositionen, aber auch berührende und starke Porträts. Luca hat eine Gabe, Menschen zu erkennen, zu lesen und ihre Seele aufs Bild zu bringen, sie in all ihren menschlichen Facetten zu zeigen. Ich zitiere Luca: Porträtfotografie ist für mich einfach eine Beziehung zwischen dem Modell und mir. Natürlich denke ich, dass ich einen Stil habe, aber ich möchte ein Porträt der Person vor der Kamera machen. Also geht es in erster Linie um Emotionen und Wahrnehmung.
Es geht um Empathie. Es geht darum, zu versuchen zu verstehen, wer vor meiner Kamera steht und den Mensch in seiner Tiefe mit all seinen Ecken und Kanten, seine Seele im Bild festzuhalten. Seine Porträts spiegeln genau das wider. Sie erzählen die Geschichte des Menschen vor der Kamera, authentisch und voller Emotionen. Fotografie, Poesie, Musik, Emotion, Schönheit, Menschlichkeit, Miteinander und die Liebe zu seiner Heimat. All das ist Beauty in the Beauty. Die wunderbar fotografische Reise geht weiter. Das Projekt Beauty in the Beauty wird im Juni diesen Jahres fortgesetzt. In den wunderschönen Städten Potenza und Matera. Matera, welche 2014 als erste Stadt in Süditalien zur italienischen Kulturhauptstadt Europas gewählt wurde. Gemeinsam träumen wir diesen Traum weiter. Und ich freue mich, diese Vision, diese Botschaft, welche Luca mit diesem Projekt trägt, zu unterstützen. Ich freue mich, dass er nächste Woche bei mir sein wird, denn Fotografie hilft Menschen zu sehen. Es wird ein Interview in Englisch werden. Es wird eine neue Herausforderung für mich. Und ich möchte an dieser Stelle dir, liebe Heike, das Schlusswort geben für den heutigen Tag, für den heutigen Talk. Ja, das nutze ich dann, liebe Romy, danken für die Gelegenheit, für diese einmalige Chance, bei dir, mit dir das Interview zu führen, dass ich mich zeigen durfte und meine Arbeit der Welt zeigen darf. Ja, fast nicht zu glauben. Hätte ich vor ein paar Monaten nicht geglaubt, dass das möglich ist. Und ich bin dir sehr dankbar und wünsche dir alles, alles Gute und weiter so mit deiner Arbeit. Dito, meine Liebe, Menschen, und ich hoffe, viele Menschen unterstützt, dass wir noch ganz, ganz viel auch von dir natürlich hören, dass du Talente förderst und auch auf ihrem Weg ein Stück weit begleitest. Ich denke, da wird man das ein oder andere Mal noch von der Suzuki-Violinschule Heike Hahn hören in Zukunft. Ja? Ja. Ich drücke dich ganz liebe Grüße ins Schwabenland. Ist richtig, ne? Ins Schwabenland. Ja. Kannst du schwebeln? Kannst du das? Ich liebe Nein. diesen Dialekt. Nein, ach schade. Okay. Nicht wirklich. Nach ein paar Glas Wein ein bisschen vielleicht. Okay. In passender Gesellschaft, aber nicht wirklich, nein. Okay. Ihr Dann Lieben, ich liebe Grüße euch, nach München. Ja, danke schön. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine schöne Woche. Behaltet die Sonne in eurem Herzen, auch wenn es jetzt gerade wieder etwas grau und dunkel ist, aber wir gehen da durch mit Musik, mit Gefühl. Genau. Und seid lieb gegrüßt, alle da draußen. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche zu Romis Monday Talk mit Luca Langeri. Und liebe Heike, alles Liebe für dich. Ja, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.